Ja, haben wir schon gemacht. Immer weiter hier hoch. Ah. Das Rad des Schicksals wird dich ins Land weisen, wo alles anfing. Ja. Passt perfekt. Sieht aus wie ein Motor oder so. Oh oh, oh oh. Gehen wir mal rein. Oh shit, das ist dunkel. Wir sind wieder zurück in der Burg. Aber uns wird der Weg natürlich ausgeleuchtet, weil wir diesen lustigen Kristall aufgenommen haben. Macht doch ein bisschen mehr Sinn, als wenn Dante von selber leuchten würde. Schon genial, wie es damals schon auf der PS2 so ein dynamisches Licht gab. Bin begeistert. Okay, hier ist wirklich alles dunkel. Scheiße. Ist da hinten die Statue weg? Tatsache. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein Fragment, denke ich. Yes! Wieder voll! Noch eine blaue Kugel. Noch mehr Leben. Okay, muss irgendwie da drauf. Oh oh. Hört sich gar nicht gut an. Scheiße. Muss ich beeilen. Okay, dann mal los. Was passiert jetzt? Oh oh. Er wird zum Leben erweckt. Tatsache. Scheißgeist. Fledermaus. Da haben wir, denke ich mal, unseren nächsten Boss. Wow! Ach du Scheiße, der nimmt sogar direkt Menschengestalt an. Ein Vampir, hä? Ich habe ehrlich gesagt, null Bock gegen den zu kämpfen. Der versperrt mir aber hier mal ordentlich den Weg. Fliegt er mir auch hinterher? Macht nicht den... An, der fliegt gegen... Der fliegt tatsächlich gegen die Statue. Dann zu mal das Viech anvisieren würde, was er aber nicht tut. Ich komme dem Viech mal ein bisschen nahe. Wow! Da kommt es runter. Ein Schlag nur. Oh fuck! Was das? Ja. Fürs Erste, denke ich. Bahn gebrochen. Perfekt. Dann hat man in die Tür. Wow. Was eine düstere Atmosphäre. Ich liebe das. Coole Sprüche. Geile Action. Nur das macht Devil May Cry aus. Und natürlich, Leute, wenn ich das durch habe, werde ich dem Spiel natürlich eine Review verpassen. Hoffe, ihr seid dabei. Scheiße. Oh mein Gott, da hat er sich geteilt. Fuck. Mein Gott, die gehen mir auf die Nerven. Dankeschön. Scheint so, als ob das Viech in jedem Raum wäre. Boah, Gewitter. Super düster. Fuck. War hier nicht ein Aufzug irgendwo in der Ecke? Vielleicht die andere? Irgendwie ist der Aufzug weg. Ich kann schwören, da in der Ecke war ein Aufzug. Nochmal ab durch die rote Tür. Na, natürlich. Ja, klar. Yeah.
Endlich kriege ich mal gute Kombos hin. Weg mit dir. Werde aber nur mal in den Raum gehen. Da ganz hinten. Wir haben 440 Kugeln. Ich weiß nicht, ob man da was kaufen kann. Ja, das Bild war vorher doch nicht da. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Aber ich will es ehrlich gesagt nicht vorlesen. Hier ist nichts. Hier können wir nur das Zeug kaufen. Dann wieder raus und den Gang runter. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich den... Oh, da kommen die wieder. Ich weiß sogar, wo ich den einsetzen muss. Oh, shit. Ja, voll Energie. Perfekt. Den Gang runter. Hey, die waren vorher auch noch nicht da. Was zum Teufel geht hier vor sich? Mittleren Alters. Okay. Das Ding kann ich nicht zerstören? Nee. Warum auch immer. hier war doch auch irgendwie eine Tür. Was geht hier vor sich? What the? Erstmal kloppen wir hier drauf. Was auch immer das jetzt getan hat. Zum Teufel, ich hab so Schiss hier drauf zu gehen. Macht aber nichts, macht nichts, ne. Hier haben wir ja dieses eine Teil bekommen. Oh, oh. Da haben wir noch was zum Kloppen auch. Irgendwas hat aktiviert das, hundertprozentig. Ich kann auch gerade hier nicht irgendwie rein. Na. Die Tür bewegt sich kein bisschen. Okay, jetzt habe ich es wiederbelebt, würde ich mal sagen. Also hier in die Pfütze kann ich nicht rein. Was hat das mit den Dingern auf sich? Licht pulsiert so komisch. Komische Dämonengeräusche. Oh fuck. Merkwürdig. Also es gibt 4 von diesen Tafeln. So viel weiß ich. Aber die brennen alle gleichzeitig. Das heißt, ich muss nicht einfach rumlaufen und alle aktivieren. Ja, Musik hat kurz gestoppt. So merkwürdig. Was muss ich hier machen? Licht ist plötzlich grün. Was hat das mit diesem Ding hier auf sich? Wir konnten kurz da reingucken und alles, was ich weiß, ist, dass der Raum da drin gespiegelt wird. Die bewegt sich auch kein bisschen mehr. Das heißt, ich bin hier drin gefangen. Wow. Ich habe mal so keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Mein erster Gedanke war, auf die Dinger hauen und dann sich in irgendeinen Kreis stellen, aber... Naja, es macht auch nicht wirklich was. Vielleicht ist ja auch nur ein so ein Teil richtig. Naja, bewegt sich kein bisschen, selbst wenn die Dinger leuchten. Und die natürlich auch nicht. Was zum Henker? Reinspringen kann ich da auch nicht. Zum Teufel damit. Wofür sind die Dinger da?
Welches Ding habe ich denn noch nicht kaputt gekloppt? Das ja. Okay, was hat sich jetzt hier aktiviert oder auch nicht aktiviert? Eine Stimme in meinem Kopf spricht zu mir. Des blauen Steinsborgen. Da haben wir es doch. Ich musste einfach nur mit dem Ding sprechen, ey. Wer hat das gedacht? Oh shit. Was ist das denn für eine Grütze? Oh Gott, der grüne Schleim wird uns alle holen. Oh fuck. Oh shit. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr die Filme damals aus den, weiß ich nicht, 40ern, 30ern oder was auch immer kennt. Mit diesen grünen Schleimdingern, die aus dem Sumpf kommen. So komme ich mir gerade vor. Klasse, ich darf das Ding erstmal beobachten. Gucken, was das Viech überhaupt vorhat. Das Viech kommt mir auch immer näher. Okay, Schaden kann ich dem Vieh auch nicht wirklich zufügen. Henker. Können die Dinger wieder aktivieren? Ich kann diesmal über die Pfütze laufen. Boah, das Vieh mag mir ehrlich nicht. Nur noch eingefroren. Ja klar. Wie mache ich dem Viech Schaden? Ist die Frage. Explodieren einfach, ohne dass ich die treffen kann. Naja, alles was das Ding macht, ist mich hier fangen, glaube ich. Naja, ich kann mich nie bewegen. Hat's mich direkt getötet? Nein, wo bin ich denn jetzt gelandet? What the fuck, aber... Wow! Ist das die Hölle? Sind wir in der Hölle? Ich glaube, wir sind in der Hölle. Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Dieses Ding sollten wir kaputt kloppen. Guck mal her, ich mache euch alle fertig. Mit Kugeln. Ah, warum schießt er denn da hin? Durch den durch. Okay. Gott, getroffen. Ja, ja, auf da zu zappeln. Scheiße, da verschlingt uns das Viech und wir kommen in die Hölle. Wow. Viecher meint's ernst. Da kommt das Viech runter. Jao. Jawohl. So, und jetzt? Jetzt haben wir wieder eine Bossanzeige. Da kommt so ein Spinnenviech angekrabbelt. Oh. Ein kleiner Boss. Oh fuck, von der Seite geht's natürlich wieder nicht. Oh shit. Ich bin bloß in Ruhe, ich hab keine Energie mehr. Teufelsanzeige füllt meine Energie wie eine geringfügig auf. Auch wenn das Viech mal nicht die ganze Zeit springen würde. Kann's nicht mal. Guck mich an. Guck mich an. Jawohl. Geht doch. Und ich kugeln. Dann kommen wir jetzt wieder aus der Hölle raus. Scheint wohl so. Das Viech wird garantiert immer noch oben sein. Und habe ich dem Viech Schaden zugefügt. Wow, yep. So fügen wir dem Viech Schaden zu. Wir müssen das Licht in das Viech bringen. Das Viech mit Licht erfüllen.